Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Und dass das wirklich auch wissenschaftlich belegt ist, zeigt der Gerald Hüther, eine faszinierende Persönlichkeit. Also wer dem Gerald Hüther jemals begegnet hat, ist eine faszinierende Persönlichkeit. Ein weltbekannter Hirnforscher. Und der hat geschrieben, auf Kommunen, also Gemeinden übertragen, heißt das, Weiterentwicklung und damit auch echtes Wachstum sind zu jedem Zeitpunkt kommunale Entwicklung möglich. Aber nicht durch mehr Einwohner, durch mehr Gewerbetreibende, mehr Kinder oder gar mehr Geld, sondern durch eine günstigere Art des Umgangs miteinander, durch intensivere, einander unterstützende, einander einladende, ermutigende und inspirierende Beziehungen aller in einer Gemeinde oder einer Stadt lebenden Bürger. Was Kommunen also brauchen, um zukunftsfähig zu sein, wäre eine andere, eine für die Entfaltung der in ihren Bürgern angelegten Potenziale und der in der Kommune vorhandenen Möglichkeiten günstigere Beziehungskultur. Eine Kultur, in der jeder Einzelne spürt, dass er gebraucht wird, dass alle miteinander verbunden sind, voneinander lernen und miteinander wachsen können. Eine solche Beziehungskultur ist die Grundlage für die Herausbildung individualisierter Gemeinschaften. Über Jahrhunderte hinweg bildete die Familie die Keimzelle solcher Gemeinschaften. Mit dem Zerfall der traditionellen Familienstrukturen, insbesondere der dafür typischen Großfamilien, sind auch die bisher dort herrschenden sozialen Erfahrungsräume verloren gegangen. Eine neue Aufgabe für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.